Bleiben bei die Fett, rein am Fett. Lass dich nicht auf. Hallo zusammen, mein Name ist Sarah Nordmann, ich bin 21 und ich reite eigentlich schon mein ganzes Leben. Zum Reiten gekommen bin ich, weil meine Mami eigentlich auf jedes Pony gesetzt hat, das sie gefunden hat, und irgendwann bin ich einfach nicht mehr abgestiegen. Eigentlich bin ich eher in der Dressurwelt daheim, aber ab und zu trifft man uns auch im Springparkour an. Das ist Maluna, sie ist eine 6-jährige Freibistute. Ich reite sie jetzt etwa seit einem Jahr. Wir haben letzten Sommer ein bisschen angefangen zu springen, haben jetzt im Winter wieder ein bisschen Pause mit Springen und haben vor ein paar Wochen wieder angefangen. Und es ist jetzt eigentlich ihr erstes offizielles Auswärtstraining. Darum bin ich gespannt, wie das heute geht. Hallo zusammen, ich bin Lia Dietrich, bin 17 und komme aus Bern. Ich mache mit meinen Ross Military und bin auch im nationalen Kader im Military seit ein paar Jahren. Ich habe den Bambu Varen dabei. Das ist seit heute 9-jähriger Wallach. Er ist ein Franzose und er war vorher beim Tizi und macht seitdem Military, aber ist eigentlich ein Springross am Anfang. Und hat ihn seit gut einem halben Jahr. Hallo zusammen, mein Name ist Bronislav Chudiba, ich komme von Slowakei, bin ich 31 Jahre alt, bin ich professioneller Reiter. Letztes Jahr habe ich geritten Global Champions Tour und die Jahr vorher habe ich absolviert Weltmeisterschaft in Trion und 4 Jahre vorher Weltmeisterschaft in Cannes. In diesem Moment habe ich 7 Pferde zu beritten. Habe ich 2 Grand Prix Pferde, eine ist 10-jährige und eine ist 9-jährige, eine ist Holsteiner und eines belgische Warmblutpferd. Heute ich zeige euch eine 9-jährige Celle-Française-Pferd Diamant de Semilly, welche gehört die Familie Haveris, bei welcher sind wir an dieser Anlage. Dazu kommen noch 2 8-jährige Pferde in meinem Team, welche sind jetzt vorbereitet zum Kommen zum die große Preispferde. Und dann habe ich noch eine 7-jährige junges Pferd, welches auch eine belgische Warmblutpferd. Also dann, ich habe mich vorbereitet, erst eine kleine Übung zum Anfangen und die Pferde warm machen. Es ist eine Übung, welche können wir machen mit einem jüngeren Pferd, aber auch mit einem älteren Pferd. Dass ich kann ein bisschen rauskriegen, wie weit sind die Pferde und die Reiter. Es ist eine Übung an die Volte, wo können wir anfangen, eigentlich hier von der linken oder von der rechten Hand. Können wir anfangen mit Cavalettis oder mit diesem schmalen Sprung, welche sind beide ziemlich klein zum Anfangen. Einfach nur ein bisschen kriegen raus, wie große Galoppade haben wir und wie die Pferde sind dressurmäßig geritten. Dann anfangen wir schön über einen Sprung, dann folgen wir weiter an die Volte mit dem gelben Steil, welche haben wir hier neben mir. Dann machen wir sofort weiter am Cavaletti und sofort weiter mit Steil. Das machen wir 2-3 Mal hinter das andere, dann kriegen wir ein bisschen mehr die Kontrolle und ein bisschen spüren wir die Pferde, wie die laufen, wie die folgen. Dann sicher die Höhe machen wir nachher ein bisschen mehr, schauen wir aber für das, wie der Reiter kriegt das hin und der Pferd und dann können wir spielen mit den Sachen wieder weiter. Gut, Sarah, okay, machen wir dich vorbereitet und dann anfangen wir schön von der rechten Hand. Machst du die eine Cavaletti am Volte und dann wieder folgst du weiter rüber die zweite Cavaletti. Probier schön halten, den gleichen Rhythmus, bleiben schön zurücksitzen und gleichmäßig zum Sprung kommen. Gut. Nicht die Hände so breit, probier ein bisschen mehr zurückbleiben, Kopf oben und schön einen gleichmäßigen Rhythmus behalten. Ja, das war ein bisschen zu groß. Musst du ein bisschen warten an dem Sprung. Nimm dir ein bisschen mehr Zeit. So nicht die erste Distanz. Jetzt einmal warten, Bein dran. Ja, das war besser. Genau so. Mit dem Körper zurückbleiben und Kopf oben halten. Nicht nach unten schauen. Jetzt ein bisschen mehr die Beine halten. Bis Ende reiten. Ja, jetzt war das gut. Sehr gut, Sarah. Und jetzt probieren wir nach der Cavaletti entschließen die andere Steil. Schön Kopf oben, Bein dran,
landen, schauen zum Sprung, groß machen, wieder Bein und zum die nächste Cavaletti. Letzter Galoppsprung bist du schon gerade und folgest du wieder die anderen Linien innen weiter zum nächsten Sprung. Kannst du nicht den Sprung anreiten, du machst die Volte eigentlich gut, aber der letzte Galoppsprung lass du der Pferd immer nach außen springen. Wegen das kommst du immer außen rum, musst du wieder zurück, verlierst du die Galoppade und dann ist das nicht so gleichmäßig, wie das sollte sein. Bisschen mehr zwischen die Hand und Bein halten die Pferd und wenn du galoppierst zum Sprung, halten die aktiv. Nicht lassen der Pferd hinter dir kommen und kommst du mit deinem Körper nach vorne. In dem Moment musst du zurückbleiben, Hände in die Tiefe und aktiver mit den Beinen reiten. Okay? Machen wir einmal. Jawohl, passiert nichts. Zurücksitzen, zurücksitzen. Einmal am richtigen Bein. Okay, angaloppieren. Und jetzt probieren wir alle vier machen, okay? Zurückbleiben, zurückbleiben. Bein dran, Bein dran. Bein dran, weiter, weiter. Nicht aufhören, komm, komm. Weiter, weiter. Ja, weiter, komm. Noch einmal. Nicht nach vorne, okay, komm. Jetzt kriegst du das, jetzt. Jetzt, Sarah, sehr gut. Und weiter nochmal. Bein dran, komm. Ja. Hoppa, passt dir nichts, flattieren jetzt. Okay, Sarah, jetzt machen wir einmal ganzes Übung. Dann entschließen wir eine nach die andere. Anfangen wir an die Volte. Anfangen du von rechter Seite über die Cavaletti. Machen wir die ganze Volte. Das heißt Cavaletti, gelbe Steil. Anschließen wir mit dem schmalen Steil. Weiter hier, über die Steil. Probierst du einmal nachher geradeaus bleiben. Dann in Mitte von dem Platz. Anschließen diese Gymnastik hier. Schön reinkommen, Bein halten. Und dann geradeaus bis Ende. Kannst du schön locker in die Leichtsitz bleiben, arbeite mit deinem Pferd, dann vorbereitest du schon den Galopp. Dann gehst du nach rechter Seite in die zweifache Steil. Probier schön reinkommen mit gutes Galopp. Wegen deines Pferd hat ein bisschen kürzere Galoppschwung. Dann, wenn du hast genug Schwung, reinkommen der Steil. Und dann gerade bleiben zum die gelbe Stein mit 8 Galoppsprungen wahrscheinlich. Schöne Körperspannung zurückhalten, wenn du brauchst, ein bisschen helfen, ein bisschen mit der Stimme denken und dann schön nach vorne, ja? Okay, gut. Einmal schnaufen lassen, wie noch die Pferde rauskommen und dann können wir anfangen. Was wir haben zusammen gemacht, habe ich gesehen, dann Sarah und der Pferd haben wir gesehen, ist noch nach Winterpause von Anfang. Dann ich habe Gefühl gehabt, dann durch die Training hat das viel besser geworden, weil wir an die Tempo gearbeitet, mehr in die Körperspannung. Dann haben wir das auch gesehen, haben die Volte, dann ist das viel besser geworden. Dann auch haben die Parkour, was wir haben gemacht, mit die kleine Übung, mit der Gymnastik, zum die zweifache. Erstes Mal hast du ein bisschen Probleme gehabt von der Wendung, dann hast du gekriegt auch einen Galopp schon mehr in die zweifache. Zweites Mal hast du schon besser Rhythmus gehabt, deine Position war viel besser und der Pferd hat viel besser mitgemacht. Und eigentlich war zufrieden mit das, wie hat das die Stunde geendet. Der Pferd war zufrieden, hoffentlich Reiter auch. Weiß ich nicht, was du sagst dazu. Aber ich war zufrieden mit das, was wir haben gemacht. Sicher war das nicht einfach für dich und nicht für mich, darum ich habe nie gekannt dich und dein Pferd.
sicher jedes Training kommt das weiter und weiter. Und schon heute weiß ich ein paar Sachen, was kann ich wahrscheinlich verbessern und welche Sachen kann ich arbeiten. Also ich stimme dir vollkommen zu. Ich habe es eigentlich auch so empfunden vom Reiten. Du hast mega cool Stumm gegeben. Und wir werden sicher sein und andere können mitnehmen für unsere Zukunft. Haben wir gehört. Okay, können wir locker einmal zum Galopp kommen? Schön angaloppieren. Bleiben wir hier an die Wolte. Und dann kannst du schön auch jetzt anfangen. So die gleiche Übung, was wir haben erst mit Sarah gemacht. Schön rüber ein Kavalletti und die zweite Kavalletti nehmen, okay? Schön probieren, gleichmäßig galoppieren. Dann kriegst du die Kavalletti immer von deiner Mitte, Galoppsprung. Okay. Kopf oben, nicht nach unten schaffen. Nimm dir ein bisschen mehr Zeit. Okay, gut. Einmal Schritt. Schön die Ruhe behalten, Bein dran und wieder ruhig bleiben. Passiert nichts, nicht so viel nach vorne liegen, alles gut. Wenn er hat Spaß, ist alles okay. Bisschen locker mit der Hand, nicht so viel nach vorne, nicht so viel nach vorne liegen. Einmal Ruhe bleiben, ruhig bleiben. Okay. Nimm dich schön Zeit. Okay, einmal außen bleiben. Und einmal Herz, Julia. Musst du ein bisschen aufpassen für deinen Körper. Nicht an die Volte, wegen das gehst du nach rechts. Ganze Körper dreht nach rechts. Probier deine linke Schulter zurückhalten, deinen Kopf nach oben und am Landung Absatz runter drücken. Ja. Darum, wenn du ziehst nach die Absatz nach oben, verlierst du immer den Balance am Landung. Okay? Gut, plattieren, einmal Pause. Immer denken, wenn du landest, Hand gegen die Hals drücken, Körper ein bisschen zurück und in die Wendung denke nur an das, dann behaltest du den Rhythmus mit. Nimmst du den Galopp mit, okay? Gut, machen wir einmal. Komm, leicht ist oben stehen. Genau, Hände hier. Körper ein bisschen mehr zurück, Kopf nach oben, nach vorne schaffen und die Hüfte müssen kommen ein bisschen tiefer, nicht so hoch, so. Ja. Da in dem Moment, wenn du nimmst, wenn du bewegst sie so viel nach vorne, dann musst du nur so viel zurück. Mhm. Bei dem Moment, wenn du bewegst sie so viel nach vorne, dann die ganze Bewegung muss wieder zurückkommen. Mhm. Weniger bewegen. Wenn ich bewege, besser ist für dich und für die Pferd. Stört beide nicht, ja? Gut. Okay, Lia, dann anfangen wir den Parkour schön von der linken Hand. Schön Zeit genug nehmen, an die kurze Wand gerade bleiben. Nicht, wenn du springst, schon der Steil zu viel nach außen. Schön lang genug gerade, Wendung reiten, Mitte bleiben. Dann kannst du gerade kriegen die Mittellinie oder ein bisschen innere Linie. Darum immer die Pferde von Nummer 1 und 2 bleiben, ein bisschen hinter der Reiter. Ja? 1, 2 hast du schön 6 Galoppsprungen. Dann landest du die Mauer, bleibst du schön Mitte. Hast du schon 8, ganz normal, Mitte. Nach dem Boxer folgst du schon hinten rum, gehen wir zurück, Linie, Stahl mit dem Wasser. Dann hast du 4 Galoppschwünge gerade hier zum Ochsen. Und einmal direkt hier mit 5, einmal zum Warten. Landen, einmal ein bisschen schnaufen, nimmst du einmal den gelben Steil. Von dem gelben hast du normalerweise 8 zum Stahlsteil, der ich stelle ein bisschen höheres. Dann gehst du schön einmal außen rum, machst du den schwarz und gelb Ochser mit 4 bisschen Folgen zum die Zweifachen und dann 5 wieder einmal zum Warten. Okay? Dann lasse ich noch einmal durch die Parkour kommen. Ich vorbereite das bis dann. Okay? Gut.
Also bei Lia habe ich gesehen, dann der Reiter und Pferd waren schon viel weiter. Der Pferd hat ein bisschen mehr Routine gehabt. Dann haben wir auch ein bisschen an andere Sachen gearbeitet, was war durch die Parcours. Von Anfang haben wir ein bisschen Mühe gehabt mit dem Tempo und mit der Position. Was ich denke, am Ende haben wir gut gekriegt. Weil einmal schade noch die letzte Linie, die einmal für die 5 Galoppschwünge warst du ein bisschen später zurück. Aber sonst hast du gut gekriegt, den ganzen Rhythmus durch die Parcours, war das viel gleichmäßiger. Ich denke, das war beim Einzelnen das Problem, was wir haben probieren gelöst machen. Aber ich war richtig zufrieden von das alles. Wie hast du das gemacht und schön ruhig geblieben? Auch ein paar Sachen waren vielleicht von Anfang nicht ganz gegangen, so wie das sollte sein. Aber hast du durch die Training gekommen zu den Sachen und hast dasselbe Gefühl gekriegt, dann war das richtig. Ja. Ja, am Anfang hatte ich ein bisschen Mühe, weil ich schon eine Zeit lang nicht mehr auf einem grossen Platz war, den Rhythmus zu haben. Aber am Schluss konnte ich es nicht ziemlich gut können. Und ich habe gelernt, ich muss eine bessere Körperspannung haben und mich beim mehr strecken. Dann, wenn wir sind vorbereitet, wir fangen ein bisschen mit der Arbeit ein bisschen nach vorne erst. Wenn die Pferd ist schön warm, probiere ich ein bisschen längeres Hals behalten. Nicht angefangen sofort mit ganz kurzes Hals. Ein bisschen vorwärts, abwärts. Dann der Pferd hat ein bisschen Chance, die Rücken ein bisschen wärmer kriegen, die ganze Körper. Dann kann man ein bisschen anfangen, den Pferd warm machen. Schön locker Tempo behalten. Lassen ihn ein bisschen warm werden. Lassen ihn ziehen, die Nase ein bisschen mehr nach unten. Ein bisschen längeres Hals behalten. Einfach nur gleichmäßiges Tempo. Nicht zu langsam anfangen und nicht zu schnell. Lassen schön die Zeit zum Warm werden. Dann schön Schritt nach Schritt. Ich nehme die Zügel ein bisschen kürzeres. Ich lasse das Pferd ein bisschen mehr am oben stellen. Nicht ganz oben, nur ein kleines Stück, so wie jetzt. Und dann der Hals bleibt immer eine gewisse Länge. Nicht zu kurz, dann kann ich immer mit das Arbeiten nachher auch bei Sprung. Jetzt einmal bleibe ich ein bisschen sitzen, dann mache ich das Pferd zusammen, probiere ich jetzt einmal schon eine Seitearbeit und danach die Seitearbeit, wenn ist das gut, dann ich angaloppiere einmal, dann immer an die Verkürzung, ein bisschen arbeiten wir an die Verlängerung. Jetzt mache ich das gut, jetzt bleibe ich ein bisschen gerade. Vorbereiten und dann angaloppieren. Das hat er gut gemacht. Wieder ab. Und dann ich wieder arbeite an die andere Seite, am Seitarbeit. Schön nach rechts. Aufpassen, wenn ich nicht zu schnell, probiere ich immer die vorne ein bisschen mehr nach vorne stellen. Am Seite. So, wenn man das gut jetzt wieder gerade ein bisschen kriegen. Gut. Und jetzt ich merke, der bleibt schön weich in die Hand. Habe ihn schön am Bein, schön gerade, die ganze Körper. Und kann ich schön locker einmal die Galopp kürzeres machen. Bleibe ich noch ein bisschen da, bis der akzeptiert das. So wie jetzt, jetzt ist gut. Und dann wieder einmal verlängern. Ohne das, dann zieht mir aus. Probiere ich suchen einmal ein bisschen noch die Länge, noch einmal, dann finde ich das Limit, bis wo ich kann gehen und verlängern. So ist das gut. Und wieder zurücknehmen. Sehr gut. Gut, jetzt haben wir ihn langsam warm. Geben ihm ein bisschen Pause, denn heute haben wir ziemlich warm. Und dann kann ich anfangen, schon an die Volte mit der gleichen Arbeit, was ich mit Lia gemacht und mit Sarah. Und dann probiere ich das ein bisschen richtig machen und zeigen, was ich habe gedacht vorher, was ich wollte von dem. Jetzt probiere ich nur an die Volte, behalten die gleichmäßige Galoppade. Schön probieren, das finden, dann die Kavalette ist in der Mitte von meinem Galoppsprung. Und ich behalte immer die gleiche Tempo. Bein dran, wieder zurück in die Sattel. Bisschen Zeit nehmen, locker bleiben und schön weitermachen.
Wenn du jetzt akzeptiert das, mache ich auch den schmalen Sprung. Da unten am die Kauart ist es ein bisschen schwierig für ihn. Der bleibt ein bisschen zu viel an die vorne Beine. Mach nicht den Galoppschwung bis Ende jetzt. Jetzt muss ich mir ein bisschen mehr Mühe geben. Jetzt ist das gut. Okay, sehr gut. Schlaues Pferd. Ist eine 9-jährige Wallach. Der ist noch nicht ganz weit. Der war bis jetzt nur in die 1,25 cm Level. Das kommt eigentlich dieses Jahr ist schon Plan, wenn der nimmt die Routine bis 1,40, vielleicht auch mehr. Der hat eine richtig gute Einstellung. Richtig vorsichtig. Die Sache ist einfach, der hat schön Zeit gehabt, denn der ist ziemlich größeres Pferd. Dann ist ein bisschen länger am Wachsen. Das ist auch danke die Familie Haveris. Dann die machen, die geben einfach Zeit zum die Pferde und lassen den wachsen. Machen nicht sofort die Druck, dann die müssen sofort nach oben. Sind einfach richtige Pferdeleute und dann die Pferde kriegen einfach die richtige Zeit. Jetzt folgen wir mit die andere Übung. Anfange hier über die rechte Seite. Der Haveri-Steil, dann folge ich links. Grüne Steil, einmal hier der grüne Ochse und dann rechtsrum einmal der gelbe Steil. Nach das kann ich nachher einmal auf die andere Seite machen. Also jetzt anfange ich mit Parkour. Probiere ich von Anfang gerade halten, ein bisschen mehr Galopp. Dann der Pferd lernt sich erst schön nach vorne galoppieren. Mache ich eigentlich die Linie, was haben vorher Mädchen gemacht. Ich probiere schon von Anfang die erste Linie 6 und 7 machen, dann schon inneren rum für die 4 und 5 und dann wieder ich anfange ein bisschen einmal zum Warten, zum die Kombination. Dann spielen wir immer ein bisschen mit vorwärts und zurück. Dann schauen wir für das wieder Pferd herzu, zum das, was ich wollte von ihm. Also, gehen wir los. Jetzt haben wir so ein kleines Parkour gemacht. Der Pferd hat sehr gut gefolgt, hat alles gemacht, was ich wollte. Jetzt machen wir einmal ein bisschen mehr. Also ich wollte auch wissen, was du denkst bei den Reiten und bei den anderen Sachen, was du denkst von der ganzen Situation, was ich sollte selber noch verbessern. Also aber grundsätzlich ist das sehr, sehr gut gewesen. Ich sehe ja auch, dass du sehr viel Erfahrung hast. Also gerade wenn du in einer Ruhe geritten bist. Okay, das können wir so lassen. Das Einzige, was wir noch ein bisschen gesehen haben, ist so ein bisschen der typische Springreiter, so ein bisschen die Ellbogen. Aber sonst gibt es nicht so viel zu bemängeln. Oder hättest du noch etwas? Nein. So, danke, Lia. Das bin ich nicht gemein. Wir hoffen, du hast genauso viel daraus lernen wie wir aus diesem Video. Wenn du noch Fragen hast, kommentierst du unten in die Kommentare.
Wenn dir das Video auch so gut gefallen hat wie uns, dann lass uns doch ein Like da.